can't take us weiter zu Stolly. Wir kommen zur Demo. In dieser Demo können Sie Ihre ersten 10 Tage in Whitewood bis zum Ende der ersten Session Frühling spielen. Einige Funktionen sind in der Demo eingeschränkt oder nicht verfügbar. Sie können Ihren Fortschritt von der Demo aus fortsetzen, nachdem Sie die Vollversion gekauft haben. Speicherdaten werden automatisch übertragen. Taylor, Needs Developer. Soweit werden wir es wahrscheinlich nicht spielen, aber wir schauen heute mal rein. Kerzteil 2 Whitewood Story, die Demo-Version. Joa, sieht doch ganz putzig aus. Schon die ersten Trailer-Minuten. Sekunden. Auf geht's. Jetzt können wir unserer kleinen Katze einen Namen geben: Weißkatze, Silberkatze. Graue Katze, braune Katze, orange Katze, das sind die wildesten. Schwarze Katze. In verschiedenfarbiger hauptsächlich schwarze Katze. Das wäre auch nicht. Ich nehme das hier. Trage es. Vieles. Weißen Mund können wir tragen. Halsband, Glocke. Halsband ist nicht schlecht. Gesichtsnarbe, oh nein. Aber jetzt, ich kann mal Tartinito. Links Auge, rechtes Auge. Das rechte Auge rot machen. Oder so. Kurzer, flauschig, schlank, groß, kurzer. Flauschkatze nehme ich. Ganz, ganz flauschig. Wow, diese Kraftoption. Spiel des Jahres. Der Name muss natürlich richtig heißen. Felix. Geburtstag Frühling 5. Frühling 1. Frühling 2, damit wir es noch erleben. Schwierigkeit des Spiels. Echt Kätzchen. Unglaublich schwer. Normal. Normal machen wir. Entspannt. Massiv, Münzwurf. Mach mal so wie es ist. Für lange Zeit lebten drei große Katzenkolonien in einem reichen Land. Über Generationen hinweg gediehen sie gut, indem sie die Kreaturen der Region jagten und Früchte des Waldes ernteten.
Manchmal stritten und kämpften die Kolonien, aber all ihre Oberhäupter teilten den Respekt für den spirituellen Vermittler ihrer Welt, die Wache des Waldes. Das Wut der Wachen war Gesetz und alle Katzen vererbten sie. Vom heiligen Tempel aus sorgte die Wache für das Gleichgewicht der Katzenländer und setzte sich für das Wohl aller ein. Die Katzen des Waldes geliehen. Sie spielten auf der Wiese und herrschten über die Hügel. Sie bauten starke Mauern und sammelten Beute für den Winter. Doch eines Tages schlug das Unheil zu. In einem Augenblick war der Tempel zerstört. Ein furchtbares Erdbeben riss die Steine aus ihrer uralten Ruhestätte. Ein furchtbarer Spalt wurde in den Boden gerissen. Jede Katze zitterte vor Angst. Schlimmer als die Zerstörung des Landes war das Verblassen ihrer Wache. Mit schwacher Stimme verkündete die Wache des Waldes, dass das Land für keine Katze mehr sicher sei. Ein neues Zuhause muss gefunden werden und ein neuer Tempel gebaut, sonst würde der Geist der Wache nie überleben. Dann flackerte der Geist der Wache auf und verschwand. Die verängstigten Katzen trauerten und wussten nicht, was zu tun war. Eine große Versammlung wurde einberufen und alle Katzen des Waldes nahmen daran teil. Gemeinsam berieten sie lange darüber, was getan werden müsse. Es wurde beschlossen, dass jede Katze für sich selbst ein Oberhaupt wählen sollte, dem sie folgt, und sich auf dem Weg zu macht, ein neues Land zu finden und sich dort niederzulassen. Vielleicht hätten einige die Stärke, ein besseres Leben aufzubauen. Du, Felix, eine Katze von großem Ruf, hast angeboten, eine Gruppe ins Unbekannte zu führen und sowohl ein neues Zuhause als auch einen neuen Tempel zu bauen. Bald folgen Katzen aus allen Kolonien ihrem Ruf. Einst Feinden vereint, macht ihr euch alle Besuche nach einem neuen Zuhause. Aber die Wildnis ist voller Gefahren und es lauern Bedrohungen von allen Seiten. Was wird aus deiner Kolonie werden? Wirst du sie in eine blühende neue Ära führen? Wirst du den perfekten Ort finden, um ein Zuhause zu bauen? Nur die Zeit wird es zeigen. Wildnis. Koko spricht mit uns. Ein weiterer Tag, ein weiterer Zeltplatz, der eingerichtet werden muss. Dies sieht wie ein guter Ort dafür aus. Ebener Boden und laut den Scouts große, gute Jagdmöglichkeiten in der Nähe. Lass uns zusammenarbeiten, damit wir angemessene Unterkunft in Nahrung haben, bevor es dunkel wird. Spark. Oh, müssen wir wirklich schon wieder ein Lager aufschlagen? Das haben wir doch gestern erst gemacht. Wann werden wir uns endlich an einen Ort niederlassen und aufhören, ständig herumzuziehen? Ich bin zu müde, um zu helfen. Mir tun die Pfoten weh. Jack meldet sich zu Wort. Hör auf zu jammern und hilf schon. Mit dieser Einstellung wird die Arbeit nie erledigt. Wir werden uns niederlassen, sobald wir den richtigen Platz gefunden haben. Wir haben noch keinen Ort gefunden, der die richtigen Ressourcen hat, um uns zu versorgen. Felix wird uns sagen, wenn wir angekommen sind. Nicht wahr, Felix? Natürlich wird Felix seine Ankündigungen machen, sobald wir unser neues Zuhause gefunden haben. Momentan müssen wir jedoch weitersuchen. Wir alle haben einen schwierigen Winter überlebt. Jetzt, da der Frühling endlich da ist, könnte sich unser Glück endlich zum Besseren wenden. Ich vermute, es wird bald soweit sein. Spark. Wir könnten wirklich deine Hilfe gebrauchen. Wo wirst du denn sonst unterstuf schlafen? Du bist nicht mehr ein kleines Kätzchen, sondern erwachsen. Wenn du auch so behandelt werden willst, brauchen wir all deine Unterstützung. Seid gegrüßt, Felix. Ich gehe jetzt jagen. Könntet ihr in der Zwischenzeit Spark helfen, sich besser zu fühlen? Ich glaube, Spark könnte etwas Baldrian gebrauchen, um Energie zu tanken.
Es ist ein Rosakraut, das hier in der Nähe wächst. Mir hilft es immer, mich wie ein junges Kätzchen zu fühlen. Ich habe ganz viel Baldrian südlich von hier gesehen. Okay, ich gehe jetzt los, um mein Abendessen zu fangen. Denk daran, der Baldrian wächst südlich von hier auf der anderen Seite des Bachs. Viel Glück. Eine Baldrian im Süden. Oh nein, Wasser! Ach, nee. Was für ein Kurs. NDP. Wir haben schon ein bisschen Baldrian gefunden. Bei der Gegend hätte ich doch noch ein bisschen was zu holen. Könnte fangen. Ach, hier sind Steine. Ich bin extra durchs Wasser genommen. Spark. Was ist das für ein Geruch? Riecht wie Baldrian. Hast du etwas davon, Felix? Würdest du mir vielleicht etwas davon abgeben? Ich glaube wirklich, dass es mit meinen Schmerzen helfen würde. Öffne das Inventar und wähle Baldrian aus. Ihn festzuhalten und gib ihn dann Spark. Okay, cool ist das Inventar. Okay. Was ist denn? Gib bei Adrian. Ach, weißt du was? Ich fühle mich schon viel besser. Jetzt, da meine Kopfschmerzen weg sind, kann ich das machen. Ich bin bereit, beim Bau des Unterschlupfs zu helfen. Danke, Felix. Es tut mir leid, dass ich vorhin so schlecht gelaunt war. Danke für die Hilfe, Felix. Ich bin froh, dass du dieses Kraut gefunden hast. Alle Katzen wissen, ein aufmerksames Geschenk zu schätzen. Den Ständen zu verschenken, wie du findest, ist eine wunderbare Möglichkeit, Freundschaften zu schließen. Jetzt können wir weiter am Unterschlupf arbeiten. Übernehmen von hier. Oha. Die lästigen kleinen flinken Mäuse. Das ist ein Ohne unter dem Koko. Du siehst ein bisschen gestresst aus. Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass ich mit leeren Funken zurückgekehrt bin. Heute scheint nicht mein Tag. Vielleicht könnte es jemand anderes versuchen. Schließlich müssen wir etwas zu essen fangen, sonst werden wir alle sehr hungrig sein. Felix, eure Jagdkünste waren schon immer ausgezeichnet. Möchtet ihr mich begleiten? Ich würde mich sehr freuen, euch zu zeigen, wo ich Beute gebrochen habe. Gebrochen ist wahrscheinlich auch unmöglich bei Katzen. Ja, ich denke, das wird hervorragend funktionieren. Die Mäuse sind östlich durch den Wald und dann ein wenig südlich. Ich würde vorangehen. Sprich mit Coco. Danke, dass ihr mir helfen wollt, Felix. Gemeinsam werden wir in kürzester Zeit genug Beute machen. Jetzt gibt es nur noch eine kleine Angelegenheit. Schrecklichen Winde, der uns zurückhält. Es scheint, dass dieser schmale Pfad einen Windtunnel geschaffen hat. Es ist seit meiner Rückkehr schlimmer geworden. Spürt ihr es, Felix? Die Böen sind nah am Rand, am Boden. Ich vermute, es ist ein gut getimtes Ausweichen, um aus dem Weg zu gehen. Warum versucht ihr nicht, die Windböen auszuweichen, um voranzukommen? Die Steuerung, um ein Ausweichmanöver durchzuführen. Meide die Windböen und gehe weiter. Hervorragende Arbeit, Felix. Die Dichtung, auf der ich die Mäuse gesehen habe, befindet sich direkt südlich. Ich werde euch dort treffen. Riecht ihr es, Felix? Irgendwo hier versteckt sich eine Maus. Na, die kriegen wir. Dort eine Maus. Jetzt haben wir eine Chance. Zuerst müsst ihr schleichen, damit sie euch nicht kommen sieht.
geht nah an sie heran. Je näher ihr seid, desto größer ist die Erfolgschance. Und kommt nicht zu nah. Wenn ihr das tut, wird die Maus euch bemerken und weglaufen. Wenn ihr in der Nähe seid, dann springt. Wenn ihr Vögel seid, dann habt ihr eine Maus gefunden. Und nicht könnt ihr es einfach bei einer anderen Maus versuchen. Ich wünsche euch viel Glück, Felix. Drück Shift, um zu schleichen. Nähere dich an der Maus und drücke dann die Leertaste, um zu springen. Das muss man ein bisschen üben. Verdammt, wir sind schlecht. Perfekt. Bravo, bravo, ihr habt sie erwischt. Großartige Arbeit, Felix. Stellt sich heraus, dass ich nur einen Bunny brauchte. Denn ich habe auch eine gefangen. Jetzt müssen wir nicht mehr mit leeren Händen zurückkehren. Es gibt alle Arten von Beuten, die ihr in der Wildnis jagen könnt. Benutzt eure Nase, um sie aufzuspüren, wann immer ihr hungrig werdet. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich glaube, ich habe gerade euren Magenknochen geholt. Ihr müsst vor Hunger fast umkommen. Nach all der Arbeit, die ihr heute geleistet habt, wann habt ihr das letzte Mal etwas gegessen? Gut, dass ihr diese Maus habt. Ihr solltet sie wahrscheinlich jetzt essen, damit ihr nicht hungert. Du hast einen Hungerbalken in der unteren linken Ecke des Bildschirms. Er sieht aus wie ein Fisch. Während du spielst, wird dein Hungerbalken im Laufe der Zeit abnehmen. Du musst regelmäßig essen, damit dein Schaden nach durch Hunger, damit du keinen Schaden durch Hunger leidest. Zuerst nimm die Maus mit E auf. Du musst Inventar mit Q und finde die Maus, drücke R, um sie zu essen. Ich dachte, die soll nur fürs Lager mitnehmen. Sehr schön. Sie scheint lecker gewesen zu sein. Denkt daran, immer auf euren Hunger zu achten. Es ist nicht gut für eure Gesundheit, zu lange um eine Mahlzeit auszukommen. Okay, wir haben unsere Pflicht erfüllt. Ich habe eine Maus, die wir mitbringen können. Es hat ihr davon, zurück zum Zeltplatz zu gehen und nachzusehen, wie es vorangeht. Oha, warte kurz. Was ist denn, was in einer Welt ist das? Ich mag den Anblick davon nicht. Was ist, wenn es gefährlich ist? Wir sollten es untersuchen, bevor wir zurückgehen. Denkt ihr, ihr könntet danach sehen, Felix? Ich würde noch mehr Ratten fangen. Oha. Oh oh, das sieht nicht freundlich aus. Sieht so aus, als wärt ihr bei diesem Kampf auf euch allein gestellt. Ich kann nicht durch die Wand zu euch gelangen. Ihr schafft es, Felix. Bleibt ruhig und ich bin sicher, dass ihr gewinnen könnt. Ich gebe euch ein paar Tipps. Ihr könnt die Krallen benutzen, zu schlagen, Schaden zu verursachen. Sieht so aus, als könnte es wahrscheinlich ein paar Treffer standhalten, bevor ihr es besiegen könnt. Passt auf, dass ihr nicht in den Weg seiner Angriffe geraten. Seid schnell und wendig, um Schaden zu vermeiden. Ich werde von hier aus mit euch mitfiebern, Felix. Ich schaff das. Die Leertaste, um anzugreifen, besiege die Schattenkatze mit deinen Klauen. Miau.
geschafft haben wir's. Gut gemacht, Felix. Ihr habt das Ding schnell erledigt. Was auch immer es war. Oh nein, sieht aus, als hättet ihr wieder gesagt, Chef, passt auf. Oh je. Wie sieht's aus mit Heilung? Dieses Mal sind es zwei von ihnen. Was werdet ihr tun? Nadertacke. Heilung, gibt's hier Heilung? Das ist Erfahrungspunkte. Nein. Achso, ich bin wieder aufgeladen. Nahkampf. Der vermöbelt, ja. Ich hab keinen Ladeattacke. Den habt ihr es gezeigt. Gut gemacht, Felix. Und der Weg zum Zeltplatz ist wieder frei. Ich glaube, dass ihr den Schattenkatzen gesehen habt, ist auch eure, auch ihre schattige Wand verschwunden. Was denkt ihr? Was waren das für Dinge? Warum haben sie uns angegriffen? Wir müssen das den anderen melden. Sie sollten wissen, dass Gefahr drohen könnte. Lasst uns zum Zeltplatz zurückkehren und allen erzählen, was passiert ist. Können die Schatten aufheben. Mit noch ein paar Mäuse jagen. Was waren das für seltsame Schattenkatzen? Wir müssen zu den anderen. Lass uns zurück zum Zeltplatz gehen, geht voran. Ich hätte gerne noch ein paar Mäuse gefangen auf dem Weg. Angegriffen von wütenden Schattenkatzen, das klingt nicht gut. Was ist, wenn sie immer noch da draußen lauern im Wald, direkt hinter dem Lager? Was ist, wenn wir nicht sicher sind? Jack hat recht. Das klingt gefährlich. Oh, was sollen wir denn nur tun? Seltsame Schattenkatzen, sagst du? Wie interessant. Was für eine wunderbare Gelegenheit. Ich würde gern selbst eine entdecken, um ihr Verhalten und ihre Eigenschaften zu erforschen. Wie sieht interessant aus? Katze mit Maske. Gute Nachricht ist, dass Felix in der Lage war, sie zu besiegen. Das bedeutet, dass wir eine Chance haben, oder? Was auch immer sie sind, wir sind nicht besiegbar. Wir sind nicht unbesiegbar. Ich würde gerne mehr über sie erfahren, bevor wir das nächste Mal auf sie treffen. Oha. Sei gegrüßt, Felix, sei gegrüßt, alle sterblichen Katzen. Ich kann meine Anwesenheit hier nicht lange manifestieren, aber ich habe diesen Moment gewählt, um euch allen einen schicksalshaften Nachricht zu bringen. Es ist die Wache des Waldes. Wir sind geehrt, in eurer Gegenwart zu sein, euer großer Wächtergeist. Ich habe euch in den letzten Monaten sehr vermisst. Wir alle haben euch sehr vermisst. Es ist schön, dich wiederzusehen, Kuku. Uns verbindet eine lange Freundschaft. Bald werden meine Kräfte wieder schwinden. Ohne einen Tempel habe ich keinen Ort, dem ich mich an die physische Welt binden kann. Aber ich komme mit froher Kunde. Morgen werdet ihr euch alle in eurem Dauer von zu Hause niederlassen. Ich habe es vorausgesehen. Wir sind nicht weit entfernt. Dann wird ein neuer Tempel gebaut werden und ich werde wieder bei euch allen sein. Dauer der Siedlung, oh, das ist wunderbar. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir bereit sind, endlich zu Hause anzukommen. Aber was ist mit den Schattenkatzen? Ist es denn sicher, in unserer Stadt so nah an solcher Bedrohung zu bauen? Fürchtet euch nicht vor den Schattenkatzen, so gefährlich sie auch sein mögen. Ich werde euch beibringen, ihre Macht zu überwinden. Ihre bloße Anwesenheit ist der Grund, warum ich glaube, dass wir uns hier niederlassen müssen. Mit der Zeit werdet ihr es verstehen. In längst vergangenen Zeiten war die Region als Wildwoods bekannt. Sie ist seit unerdenklicher Zeiten unbewohnt. Als ich die Anwesenheit der Schattenkatzen spürte, hatte ich eine plötzliche Vorahnung, dass wir hier etwas Gutes erreichen würden. Es ist kein Zufall, dass ihr in dieses Land gekommen seid.
fix. Sie werden dir beibringen, mit meiner Stimme zu sprechen, damit du die Macht über die Schattenkatzen hast. Die Fähigkeiten, die ich dir beibringen werde, heißt Löwenbrüllen. Nutze sie, wenn Gefahr naht, und deine Feinde werden sich zerstreuen. Fähigkeiten sind mächtige Fertigkeiten, die dir beim Spielen helfen werden. Du kannst sie im Laufe der Zeit erlernen und verbessern. Du kannst deine ausgerüsteten Fähigkeiten in der unteren linken Ecke des Bildschirms anzeigen lassen. Und der Löwenbrüllen darf hier was um vorzufahren. Gut gemacht, Felix. Im Laufe der Zeit und mit noch mehr Erfahrung wirst du dein Löwenbrüllen verbessern und es noch effektiver einsetzen können. Ich habe volles Vertrauen, dass du in der Lage sein wirst, die vor dir liegenden Herausforderungen zu meistern. Das klang fantastisch, Felix. Wenn ich ein Schattenkatz wäre, würde ich vor Angst zittern. Stimmt es, dass wir endlich ein Zuhause für uns haben werden? Ich kann es kaum erwarten, es zu sehen. So sehr ich es auch mag, die Welt zu sehen, wäre es wirklich schön, nach all dieser Zeit einen Laden zu bauen und eine tägliche Routine zurückzukehren. Ich habe während unserer Reise einen ziemlich großen Inventar angesammelt. Es wird immer schwieriger, es mitzunehmen und weiterziehen. Ich bin bereit, an einen Ort zu bleiben. Tja, und es wäre schön, wenn ich eine sterile Umgebung hätte, um Katzen zu behandeln. Ich könnte endlich wieder eine Klinik haben. Weißt du, wie schwer es ist, eine verletzte Katze unterwegs zu behandeln? Oh, das heißt, all die Arbeit, die ich beim Bau des Unterschlupfs geleistet habe, war umsonst. Werden ihn schon morgen nicht mehr brauchen. Und das ist okay. Ich würde mich freuen, wieder ein richtiges Zuhause zu haben. Sieht so aus, als wären wir uns einig. Als nächstes sollte Felix entscheiden, welcher Teil von Waldwurz wir uns niederlassen sollten. Ich habe hier die neuesten Erkundungsberichte. Das sind die Stellen, die sich als geeignetes Zuhause eignen würden. Welche sollen wir nehmen? Wald, Wiese, Sumpf, Strand, Vulkan. Ein Vulkan ist bestimmt das geeignetste. Wald. Karger Kiefern- und Eichenwald. Ein guter Ort, um meine Stadt zu bauen. Ein sanfter Fluss verschlängelt sich durch dieses blühende Feld. Ein mysteriöser Sumpf überwuchert mit wilden Weiden und Kraut. Eine Lagune im Landesinneren, umgeben von Sandstränden und tropischer Vegetation. Dunkles Basaltgestein und fließende Lava machen diesen Ort gefährlich und wenig einladend. Ich finde, für die Demo sollten wir jetzt mal Wald oder Wiese nehmen. Könnte ich die Demo ja gern selbst spielen. Und das selbst herausfinden, wie es beim Vulkan läuft und am Strand. Ich würde mal die Wiese nehmen, das sieht sehr gut aus. Das sieht nach einem idealen Ort aus, um sich niederzulassen. Großartige Wahl, Felix. Jetzt, da wir ein Zuhause haben, fühlen wir uns wieder wie eine richtige Kolonie. Wie werden wir uns nennen? Der Waldgebiet unheimlich, Wald, Himmel. Elektrisch, verborgen, Wald. Dschungel, Feuerbrand. Oh, Feuerbrand, klingt cool. Verzeihung. Gebiet, Königreich, Stamm, Verwandtschaft, Ordnung, Feuerbrandordnung, Feuerbranddynastie, eine neue Dynastie, Wappen der Kolonie. Oha, diese Auswahl. Thank you.
die Auswahl. Nehmen wir doch hier die Sonne. Stadtoberhaupt, Gouverneur, Kommandant, Captain, Hofseher, Häuptling, Kriegsherr, Boss, Monarch, König, Königin, Regent, Staatsoberhaupt, Ministerpräsident, Regierungsoberhaupt, Vorarbeiter, Leitung, Lord, Lady, Kaiser, Kaiserin, Älteste, Überhaupt. Schade, dass wir da nicht selbst nichts Eigenes nehmen können. Königin. Feuerbranddynastie, das klingt gut. Morgen bei der Tagesanbruch werden wir zu unserem neuen Zuhause reisen. Lasst uns alle für Felix, Königin von Feuerbranddynastie, jubeln. Ja. Passt. Ein großes Gebiet. Hier sind wir endlich zu Hause. Wir haben alle hart daran gearbeitet, eine Stadt aufzubauen, nicht wahr? Das ist euer neue Höhle, Felix. Ich hoffe, der Standort ist in Ordnung. Wenn nicht, könnt ihr ihn später immer noch verschieben. Drin findet ihr alles, was ihr braucht, um euch wie zu Hause zu fühlen. Ein Bett zum Schlafen, ein Kalender, sogar ein Kratzbaum, um eure Fähigkeiten zu trainieren. Warum schaut ihr nicht selbst nach? Ihr hattet einen langen Tag. Bestimmt wollt ihr eine Weile hinlegen. Schlafe in deinem Bett. Sieht aus wie ein großartiger Ort zum Einkuscheln und deine Weile zu schlafen. Was willst du tun? Spielstand gespeichert. Gute Nacht. Spielstand automatisch gespeichert. Plattenspieler. Und dein Blick in den Spiegel schweifen lässt, scheint ein Bild des Himmels. Heute, es ist den ganzen Tag klarer Himmel zu warten. Moment ist es sonnig draußen. Morgen wird es, wir sollten einen sonnigen Morgen haben, dunkle Wolken am Mittag aufziehen und eine starke Sturmfront bilden. Der Regen wird bis in die Nacht hinein anhalten. Der Wetterbericht. Oha. Was gilt? Für die jungen Beharrlichkeit tiefe Schritte Schild. Diese Melodie bedroht die Fangzähne zurück zur Startseite. Okay. Wagnis der Jagd. Tigeratem. Löwenbrüllen explosive Gravur. Diplomatie. Spektralverschiebung. Freund dieses Schnurren. Wilder Hieb, Botanik, tödliche Wunde, neuen Leben. Okay, was wollen wir noch nehmen? Machen wir einen Bahncharakter draus. Diplomatie finde ich, sollten wir noch machen. Ah, haben wir nicht. Winter.
ein Kalender. Der Geburtstag von Felix. Schein anfängt. Guten Morgen, Felix. Wie habt ihr geschlafen? Es gibt noch eine letzte Sache, die wir erledigen müssen, bevor Feuerbrand-Dynastie offiziell fertig ist. Wir müssen einen neuen Tempel bauen, damit die Wache des Waldes einen Ort zum Leben hat. Und Wache des Waldes werden wir eine Führung und wenn wir keine Führung und keinen Schutz vor der harten Wildnis um uns herum haben. Kommt, lass uns einen Platz suchen, an dem wir einen Tempel bauen können. Das ist der Gründerstein. Von hier aus könnt ihr alle Details unserer Dynastie verwalten. Ihr könnt Gebäude verschieben, unsere Lagerbestände einsehen, administrative Details ändern. Es ist der wichtige Ort, den die Königin oft besuchen sollte. Wir werden den Gründerstein verwenden, um den Tempel zu platzieren. Wählt einen freien Platz, der euch gefällt. Dies ist das Baum. Wir verwenden das Menü, um Gebäude, Pfade, Dekoration und mehr zu platzieren. Um dort zu verschieben. Platziere den Tempel an einer beliebigen Stelle. So richtig eine Auswahl haben wir ja hier. Rat noch nicht, wie es ausschaut. Ah doch, können wir hier. Dann auch hier platzieren. Wir sind hier mitten am Gründerstein. Wie ist denn die Lage hier? Das Dorfeingang. Und ja, das sollte hier sehr zentral. Großartige Arbeit. Du hast den Tempel platziert. Schließe das Baummenü, um fortzufahren. Und geh Escape, um zum Speichern das Baummenü zu schließen. Bist du fertig mit den Änderungen der Feuerbrand-Dynastie? Das ist ein großartiger Ort für den Tempel. Und sind wir offiziell eingezogen. Es fühlt sich surreal an, nicht wahr? Ihr solltet euch Zeit nehmen, um euch in eurem neuen Zuhause vertraut zu machen. Spaziert durch die Stadt und macht einen Ausflug in die Wildnis. Sicher, ihr werdet euch beschäftigen müssen. Außerhalb der Stadt gibt es jede Menge gute Jagdgründe und viele Kräuter zusammen. Sie würden sich bestimmt auch alle freuen, wenn ihr vorbeikommen würdet und Hallo sagen. Und ihr bereit seid zum Tempel, damit wir gemeinsam die Wache des Waldes willkommen heißen können. Okay, ich lasse euch entscheiden, was ihr als nächstes tun möchtet. Wir sehen uns, Felix. Post. Hallo, Felix. Trampy hier. Ich schreibe, um dir mitzuteilen, dass meine Klinik jetzt geöffnet ist. Wenn du medizinische Hilfe benötigst, denk an mich. Ich kann fast alles verarzten. Fast alles. Eines Tages werde ich in der Lage sein, dieses Haftungsausschuss zu entfernen. Und wie geht es dir, Felix? Ich freue mich, verkünden zu können, dass das Kaufhaus jetzt geöffnet ist. Wenn du etwas Bestimmtes suchst, lass es mich wissen und ich helfe dir gerne weiter. Ich kann auch deine Gegenstände kaufen. Wenn du etwas Miaus benötigst, herausragendes Service ist mein Ziel. Hallo Felix, nun sind wir endlich angekommen. Das ist jetzt unser neues Zuhause. Das ist nicht erstaunlich, lass uns alle einen Teil dazu beitragen, um unseren Erfolg sicherzustellen. Jetzt, wo wir unseren neuen Platz zum Niederlassen entschieden haben, mit freundlichen Grüßen Koko. Und jetzt Wasser. Aha. Handwerk. Crafting. Okay, Spark. Was gibt's? Hast du heute ein paar Käfer gefangen? Lass uns plaudern. Und wie heißt du nochmal? Ich bin furchtbar schlecht, deinen Namen zu merken. Ember sagte mir immer, dass ich sollte den Namen von Katzen immer in ihrem Kopf wiederholen, wenn jemand treffe. Wie soll ich mir gleichzeitig etwas merken und zuhören? Es ist wichtig, Namen zu kennen, und wenn ich den Laden übernehme, aber ich bin einfach nicht gut darin.
Oha. Hey Ember, ich habe diese Pfefferminze gefunden und frage mich, für wie viel ich sie verkaufen könnte. Hallo Jack, ich kann dir 5 Miaus dafür anbieten. Hast du schon mal versucht, etwas Pfefferminze in dem Feld zu reiben? Dann gehört es, dass es den Geruch überdecken und die Jagd erleichtern kann. Warte, ich kann diese Pfefferminze verwenden, um es einfacher zu machen. Beute zu fangen? Wow, danke. Daran habe ich nicht gedacht. Vielleicht behalte ich es. Vielleicht versuche ich später ein Königchen aufzuspüren. Ich bekomme schon Hunger, wenn ich nur daran denke. Weißt du, ich verkaufe hier im Laden Pfefferminze. Hast du Interesse, etwas zu kaufen? Im Moment kann ein Kaninchen ziemlich knifflig sein. Solltest du besser sicherstellen, dass du vollständig vorbereitet bist. Du hast recht, ich sollte besser sicherstellen, dass ich bereit bin, bevor ich die Stadt verlasse, um zu jagen. Ich nehme 3. Das ist großartig. Es waren gute Geschäfte mit dir zu machen. Weitere zufriedene Kundschaft. Oh, schau mal, es ist Felix. Willkommen in meinem Laden. Ich habe viele nützliche Gegenstände zum Verkauf. Das ist derzeit Störern in der Schrift. Okay, was gibt's hier Tolles? Maus, Taube, Kaninchen. Oh nein, das ist der momentan nicht leisten. Ich kann gar nichts leisten. Tja, komm ich wohl später wieder. Sehr schön. Das sind unsere Skills gerade. Ich bin Jack. Bevor wir nach Wildwood gezogen sind, lebte ich nördlich der Berge. Ich hätte nie gedacht, dass ich meine Heimat verlassen würde. Jetzt sieh mich an. Viele gute Erinnerungen sind es dort zurückgeblieben. Hoffentlich kann ich hier draußen neue schaffen, um hinwegzukommen. Ich werde versuchen, die Dinge in der Stadt im Auge zu behalten. Jemand muss für Frieden sorgen und nach Kleinkriminellen ausschalten. Ich werde mein Bestes tun, um leise zu sein und dir bei deiner Erfüllung meiner Pflicht nicht in die Quere zu kommen. Es ist seltsam, an diesem Ort zu leben. Ich habe mich nicht viel aus dieser Stadt herausgewagt, aber von dem, was ich gesehen habe, möchte ich sowieso nicht so viel zu weit draußen herumstreifen. Katzen können verletzt werden, wenn sie gefährliche Abenteuer ins Unbekannte unternehmen. Aha, okay, so lernen wir hier die Bewohner kennen. Die Tür ist zu dunkel. Und man kümmert uns durch. Da gibt es ja diese. Und dann noch bei allen irgendwie nur einen Stern. Und wo auch so. Ach du Schande. Und man können wir dann. Und sie mit allen Freund werden. Was ist das für ein Krach hier oben? Ich versuche hier gerade meine Pause zu machen. Und dann kommst du daher und trampelst auf dem Dach herum. Als ob du hier der Boss wärst. Du musst neu hier sein. Denn die Firma hat dich geschickt, oder? Lass mal deine Krallen sehen, okay? Was meinst du damit, dass du nicht von der Firma bist? Womit ich mich herumschlagen muss? Also hier ist der Deal. Ich habe eine Mine, die betrieben werden muss. Wir hinken im Zeitplan hinterher. Wir haben Quoten zu erfüllen, Fristen des Fotoprogramms. Normalerweise kriege ich nichts zu kreuzern. Also werde ich es auch jetzt nicht tun. Aber wir können trotzdem deine Hilfe gebrauchen. Hör zu, mir gefällt es das genauso wenig wie dir. Hast du diese Höhle hinter mir? Ja genau, die da. Sie hat Erze, Edelsteine, Reichtümer. Jenseits deiner wildesten Träume. Ja, das ist wahr. Ich brauche nur Katzen, die sie ausgraben und mir bringen, damit ich sie an die Firma schicken kann. Die Krallen sehen scharf genug aus, um die Felsen zu zerschlagen.
um ihren Inhalt zu bergen. Je tiefer du gräbst, desto besser sind die Gegenstände, die du finden kannst. Gebe dir Maulwurfsgeld, um alle Gegenstände, die du ausgräbst. Je seltener die Gegenstände, desto mehr zahle ich. In Ordnung, das Recht fürs Erste als Einarbeitung. Geh schon, bring mir ein paar Edelsteine, okay? Viel später. Hier ist das Aufgabenblatt. Ein Ort, an dem Mitglieder der Gemeinschaft ihre Aufgaben, Anfragen veröffentlichen können. Was möchtest du tun? Oha. Drossel für 2 Aufgaben-Tokens token. Ich habe keine Tokens. Kriminell. Tempel der Wache des Waldes. Der neue Tempel wird mich wieder an die physische Welt binden. Ihr habt gute Arbeit beim seiner Konstruktion geleistet. Felix Kubo, ich danke euch für eure Bemühungen. Von meinem neuen Zuhause aus werde ich über unsere junge Dynastie wachen. Es gibt hier in Whitewood viel zu tun. Ich spüre, dass von allen Seiten Bedrohungen lauern. Obwohl ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, statt zu schützen, müsst ihr verstehen, dass wir niemals fundbarer sein werden als heute. Indem wir neue Katzen rekrutieren, können wir unsere Gemeinschaft stärken und unsere Überlebenschancen verbessern. Dies muss unsere höchste Priorität sein. Ein passender Sound. Wunderschön. Was genau ist das? Das ist die Säule von Wildwood. Ich habe dieses mächtige Objekt erschaffen, um uns dabei zu helfen, für Feuerbrand-Dynastie neue Katzen zu finden und zu rekrutieren. Es gibt Katzen aller Art, die in Einsamkeit in der Nähe von Wildwood leben. Sie werden sich uns anschließen, wenn sie sehen, dass wir gemeinsam stärker sind als alleine. Nutze die Säule von Wildwood, um neue Katzen zu entdecken, die du für die deiner Dynastie rekrutieren kannst. Jede Katze hat unterschiedliche Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen, bevor sie rekrutiert werden können. Indem du die richtigen Gegenstände spendest, kannst du diese Bedürfnisse erfüllen. Einige Katzen werden, sobald sie rekrutiert sind, ihre einzigartigen Talente nutzen, um neue Dienstleistungen in der Stadt anzubieten. Und wir werden die Kraft unserer Gemeinschaft stärken. Jede neue Katze, die einzieht, ist ein Sieg, der gefeiert werden muss. Diese Arbeit ist durch dich, Felix. Bitte besuche die Säule von Wildwood oft. Also können wir mal ein bisschen sprinten. Wenn wir hinaus ein bisschen in die Arme gehen. Den Birken rein. Oh, verdammt. Die haben aufgeschreckt. Gebäude. Schade. Könnte einen Käfer fangen. Na, mach einen Käfer.
Ja, warum könnte man den jetzt nicht fangen? Schön. Ich hab ihn gefangen. Fliegen zwei haben was. Oh oh. Oh verdammt. Ach du Schande. Hilfe. Ich bin überfallen. Fieslinger. Oh Gott. Dein Sicht flackert, als du auf den Boden fällst. Das kann nicht das Ende sein, oder? Du musst weiterkämpfen. In den Tiefen deiner dunklen Träume hörst du den gedämpften Klang einer vertrauten Stimme, die nach dir ruft. Meine Güte, Felix, du bist wach. Hervorragend. Du sahst ziemlich schlecht aus, als wir dich gefunden haben. Glücklicherweise haben wir dich rechtzeitig erreicht. Aber keine Sorge, ich habe deine Verletzung versorgt. Wenig Ruhe hat es dir gut getan, nicht wahr? Ich muss dich nur noch einmal untersuchen, bevor ich dich wieder freilasse. Du hast vielleicht einige Dinge fallen gelassen, als du ohnmächtig geworden bist. Ich würde an deiner Stelle von nun an vorsichtiger sein. Okay, also für mich siehst du gut aus. Pass auf dich auf, draußen Felix. Ich würde dich ungern wieder in diesem schrecklichen Zustand sehen. Ah, wir haben ein bisschen Geld verloren und ein bisschen und das, was wir gesammelt haben. So schaut's aus. Ach, Wasser. Nicht schön. Arbeitsauftrag. Hallo Felix, finden Sie jemals nach Arbeit suchen, schauen Sie unbedingt an der Aufgabentafel bei. Katzen nutzen Sie, um ungewöhnliche Aufgaben zu posten, die sie erledigt werden müssen. Wenn Sie eine Aufgabe abschließen, werden Sie sich sicherlich belohnt. Hausrenovierung. Grüße Felix. Braucht ihr mehr Platz in eurer Höhle? Möchtet ihr eure Möbel umstellen? Ich bin euer Maulwurf. Ihr könnt mich jederzeit aus eurer Höhle rufen. Und ich bin sofort zur Stelle, um euch zu helfen. Jederzeit. Tag und Nacht. Ruft einfach Molby. Das bin ich, wenn ihr ein Projekt im Kopf habt. Hallo Felix, ich schreibe dir, weil du kürzlich die Klinik besucht hast, um dich zu untersuchen zu lassen. Es war mir eine Freude, dir medizinische Hilfe zu leisten. Bitte pass gut auf dich auf da draußen. Ich habe einige Heilkräuter kostenlos hinzugefügt, um dir auf den Weg zu helfen. Arbeitstokens. Na dann, schlafen gehen. War ein langer Tag. Du, ich muss mit dir sprechen. Du hältst dich für mächtig. Du glaubst, du bist sicher, junger Felix. Du bist hier nicht willkommen, mein Ding. Verlass diese Länder. Und stell dich dem Zorn des Wildwoods. Deine Dynastie wird leiden, wenn du diese Worte nicht beherzigst. Teste nicht meine Geduld und geh oder nimm dich in Acht. Spielstand automatisch gespeichert. Bitte was? Was für ein beängstigender Traum. Sollte mit der Wache des Waldes im Tempel darüber sprechen. Oha. Ach, Regen und Gewitter. Was können wir noch machen?
Möbel platzieren. Oha. Katzenbett. Das ist immer ganz wichtig. Ein Bücherstapel. Auch sehr wichtig. Käfersammlung. Kann ich hier mal ausstellen. Kerzen. Kann es ganz romantisch machen. Kristallkugel, Künstlerstapel. Katzenhantel. Bisschen Fitness machen. Und schön Kamin. Ah, fantastisch. Die schön am Kamin. Okay, das Kissen. Das nicht großartig aussieht. Tonpinnwand. Na, wenn das nicht großartig aussieht. Na dann, haben wir das auch mal gezeigt. Na dann, haben wir das mal angespielt. Man kann noch viel mehr spielen, aber das überlasse ich euch. Wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr die Demo von Cat's Tales Wildwood Story kostenlos spielen auf Steam. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, Abo da lassen, Glocke aktivieren und morgen wieder einschalten zum nächsten Part dieses Adventskalenders. Bis dahin, man sieht sich. Ciao, ciao.